Der Meister ruft und alle wollen rein. Neo Rauch, der international hochgehandelte und viel diskutierte Leipziger Künstler, feiert seinen 50. Geburtstag. Und Leipzig und München stellen aus. Das Interesse an seinen rätselhaften Bildern ist riesig. Die Preise sind gewaltig, vor allem in den USA. Der medienscheue Rauch ist irgendwie ein Promi geworden. Und das, obwohl seine Kunst alles andere als behaglich ist. Ein Gefühl vor Rauchs Bildern, etwas Unheiles ist darin. Da macht einer Platz für das Irreale, nicht Verhandelbare. Ein Widerhall der eigenen Sehnsucht, die im Leben nicht erfüllt wird. Und es gibt diese Ratlosigkeit vor seinen Bildern. Weil Rauch in seltsam unzeitgemäßer altmeisterlicher Art malt, Welten erschafft, aber Sinn verweigert. Da darf was in die Welt, was wir ausblenden. Das macht auch aggressiv, kann peinlich sein. Sagen wir es so, Neo Rauch, das ist auch eine Attacke auf unseren sogenannten guten Geschmack, auf unsere Verführbarkeit vor dem Bild und unseren Deutungswahn. Man spürt Neo Rauchs Bilder, schon bevor man sie versteht. Die Farben allein. Etwas Dramatisches geschieht. Eine Apokalypse? Der Mensch als garstiges Wesen, pervers und abgründig. Ein Folterknecht, der seltsame Zwitterwesen, Ungeheuer erzeugt. Was hier zur Welt kommt, ist das innere Bild eines gestaltlosen Schreckens und der Versuch, ihn zu bannen. Wir müssen nicht wachgerüttelt werden, das glaube ich einfach nicht. Wir haben den Fernsehapparat, der serviert uns Ströme von Blut und Eiter auf den Abendbrotstisch, Tag für Tag. Wenn ich mit den Mitteln der Malerei glaube, damit wetteifern zu müssen, dann habe ich nicht verstanden, worum es in der Kunst geht. Es geht eben genau darum, eine Fassung zu finden für all das, die uns Fassung sein kann in unserer Fassungslosigkeit.